Ich unterstütze Menschen dabei, herauszufinden, was ihnen wichtig ist im Leben und ihr Handeln auch dementsprechend auszurichten, um ja, so meine Vision ein bisschen zum Aufblühen der Menschen, aber auch des Planeten beizutragen. Ja, hört sich jetzt zu einer sehr großen Vision an. Ich mache das sowohl als Trainer für Persönlichkeitsentwicklung selbstständig, aber auch als Doktorand am Institut für Unternehmertum an der Uni in Karlsruhe. Das ist nur ein Institut. Ja, warum stehe ich heute hier? Also ich würde mich jetzt nicht als finanziell irgendwie weit überdurchschnittlich erfolgreich bezeichnen, aber ich glaube, ich kann mich als persönlich insoweit erfolgreich bezeichnen, dass ich momentan zumindest mal das mache, wovon ich sehr überzeugt bin, was mir Spaß macht und wo ich auch mit vollem Herzen sagen kann, da stehe ich dahinter und ich glaube, das macht für mich persönlich Sinn, was ich gerade tue. Ich beschäftige mich im Rahmen meiner Arbeit sehr viel auch mit Motivationspsychologie, gerade mit empirischer Motivationspsychologie und kann deswegen, glaube ich, auch ganz gut meinen Lebensweg, die vielen Shifts, die ich bis jetzt hatte, reflektieren und vielleicht sogar auch Anhaltspunkte dafür geben, welches die entscheidenden Dinge gewesen sein könnten. Und es gibt einen ganz berühmten Satz von Carl Gustav Jung, der heißt, wer nach außen schaut, träumt, wer nach innen schaut, erwacht. Und das ist jetzt einfach mal so ein Satz, den man bis jetzt vielleicht noch nicht gehört hat, vielleicht schon gehört hat, aber ich möchte mit meiner Geschichte ein bisschen mit Leben füllen und euch zu verstehen geben, was ich darunter verstehe, aufgrund meiner Lebenserfahrung, was vielleicht auch Carl Gustav Jung, der dieses Zitat gemacht hat, damals mit diesem Satz gemeint hat. Ich fange an am Ende meiner Schulzeit. Wer von euch wusste denn am Ende seiner Schulzeit genau, was er machen will? Gibt sogar Leute, die heben den Arm. Also ich muss den Arm wieder runternehmen. Ich hatte am Ende meiner Schulzeit überhaupt gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich wusste für mich, okay, meine Bestnoten waren immer in Sport. Ansonsten war ich irgendwie nirgends wirklich gut. Habe mir gedacht, okay, mit Sport, was kannst du damit groß machen? Habe dann über meine Eltern Kontakt bekommen zu einem Bekannten von denen, der bei der Polizei Polizeidirektor war, der mir dann ein bisschen was erzählt hat von einem sicheren Job, den ich machen könnte bei der Polizei, wo ich auch mein Interesse, Sport zu machen, verwirklichen könnte, aber auch, ich hatte schon immer einen relativ großen Gerechtigkeitssinn, dafür einstehen können würde. Und habe mich dann entschlossen, okay, dann bewirbst du dich halt mal bei der Polizei, vielleicht passt das ja zu dir, habe mich dann damals beworben, hat dann direkt geklappt. Habe dann 3 Jahre da mein Studium gemacht in Rheinland-Pfalz, noch mehrere Monate als Polizist gearbeitet, habe aber schon während der Hälfte des Studiums gemerkt, dass irgendwas nicht passt für mich. Die Leute waren irgendwie super, ich habe auch noch ganz viele tolle Freunde aus der Zeit, aber es gab einfach Dinge, die nicht wirklich gepasst haben. Damals konnte ich es noch nicht so wirklich greifen, als ich das gemerkt habe. Aber gegen Ende meiner Zeit bei der Polizei habe ich dann gemerkt, dass mir Freiheit anscheinend sehr wichtig ist, weil ich in vielen Situationen gemerkt habe, dass das für mich eingeschränkt war. Dass das was sehr Individuelles war bei mir. Und dass auch Dinge wie Nachhaltigkeit mir wichtig waren. Und dass aber der Gerechtigkeitssinn, den ich dort zum Teil wirklich leben konnte, nicht immer das war, was ich als Gerechtigkeit definiert habe, was ich dort machen musste. Das heißt, bei einem Castor-Transporter oder Ähnlichem habe ich gedacht, ich könnte da genauso gut auf der anderen Seite gerade sitzen und fand das für mich nicht mehr hundertprozentig vertretbar und habe mich deswegen damals entschieden, dort aufzuhören, also nachdem ich 5 Monate dort gearbeitet habe und was anderes zu machen. So naiv, wie ich immer noch war, habe ich mir wieder überlegt, ja okay, was könntest du denn jetzt machen? Was konntest du noch einigermaßen gut? Mathe, Sozialkunde war so das, okay, da war ich einigermaßen gut, da hatte ich zumindest mal Leistungskurse. Hab dann mit meinem Vater gesprochen, hat er gemeint, ja hier, pass mal auf, wir schauen uns mal das Ranking hier an, der Zeit und da waren die verschiedenen Studiengänge und da war Wirtschaftsingenieurwesen, stand da drin und da stand drin, dass das ganz tolle Zukunftsaussichten hatte, dass man da viel Geld mit verdienen kann und ich habe damals nicht unbedingt aufs Geld abgesehen, aber habe gedacht, ja, ist vielleicht nicht so schlecht, da kann ich Mathe, Sozialkunde mit verbinden und kann vielleicht später auch einigermaßen Geld mit verdienen. Ich habe mich dann an allen Unis in Deutschland beworben und hatte auch viele Zusagen. Bin dann nach Karlsruhe gegangen, weil es natürlich die beste Uni für Wirtschaftsingenieurwesen war. Nee, Spaß. Ich will hier niemandem zu nahe treten. Ich war dann dort, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war mit ganz anderen Leuten auf einmal umgeben, mit wirklichen Leistungstieren. Es waren nur Abis zwischen 0,9 und 1,4, die um mich da rum waren. Ich kam dann über meinen Polizeiabschluss rein, weil die Zweitstudierendenquote nicht voll war. Ich hatte ein Abi von 2,8 und auf einmal waren da Leute um mich drumherum, die wirklich da den ganzen Tag Vollgas gegeben haben. Und ich habe erstmal gedacht, so, wow, was ist denn hier los? Aber
ich muss sagen, es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht, über mich selbst hinauszuwachsen und mich da diesem Niveau anzupassen. Und ich habe dann aber so gegen Ende des Bachelors, nachdem ich Praktika in Banken gemacht hatte, in Großkonzernen, in der Beratung, gemerkt, dass man schon sehr materialistisch ausgerichtet wird auf Gewinnmaximierung und dass mir da irgendwas fehlt. Habe ich gesagt, irgendwie erfüllt mich das nicht zu 100%. Für mich ist es ähnlich vielleicht wie Simon Sinek, kann man den nochmal ansprechen, Motivational Speaker, der mal gesagt hat, bei Unternehmen, wenn man das ein Unternehmen vergleicht mit einem Organismus, mit einem Menschen, könnte man das so sehen, der Mensch, der braucht Blutzellen, um zu leben, genauso wie das Unternehmen Geld braucht, um zu leben. Aber vielleicht ist der subjektive Sinn des Lebens nicht unbedingt nur Blutzellen zu generieren oder nur Geld zu produzieren, sondern vielleicht steckt auch irgendein Wert hinter dem, für das ich da Geld bekomme. Und das hat mir so bei vielen Dingen gefehlt, die ich gesehen habe in meinen Praktika und damals auch bei meinen Mitstudierenden. Habe deswegen, glaube ich, unbewusst damals die Entscheidung getroffen, nochmal wegzugehen, ganz woanders hin, so weit weg wie möglich. War ein halbes Jahr in Australien, habe da studiert, in Melbourne. War eine super Zeit und ich glaube, das ist so der Punkt, wo es einen großen Shift gab in meinem Leben, weil ich auf einmal weg war von allen Erwartungen, die an mich gestellt waren, wurden bis dahin, viel Zeit für mich selbst hatte und in einer komplett neuen Umgebung war. Und dort war das für mich komplett was ganz, also was komplett Neues, mal einfach den Tag über nicht nur Verpflichtungen zu haben, sondern auch einfach mal, es gab so eine tolle Street, die heißt die Burke Street, Musikern zuzuhören, was die für Musik spielen. Und ich habe gemerkt, es gibt viel mehr Dinge, die mich noch erfüllen. Und eine super Sache, die mir dann damals passiert ist, dass mein bester Kumpel mir einen Artikel geschickt hat zum Thema Achtsamkeit. Und Achtsamkeit, für diejenigen, die es nicht kennen, mal vereinfacht gesagt, ist so die Fähigkeit, in sich selbst hineinzuhorchen, aber auch anderen Menschen aktiv die zu betrachten und denen zuzuhören. Und da macht man eigentlich nichts anderes als so meditative Übungen, mal in sich hineinzuhorchen, mal sich zu versuchen, man versucht mal auf seinen Atem zu hören oder auf seinen Herzschlag im Hier und Jetzt. Und da waren auch noch direkt noch ein paar Übungen für Manager. Und ich habe mir dann gedacht, komm, probier's einfach mal aus, dich 5 Minuten lang auf den Herzschlag zu fokussieren. Und habe dann gemerkt, dass es ziemlich schwer ist, dass ich nach 10 Sekunden schon komplett abgedriftet bin und ich es nicht hinkriege, mich irgendwie auf meine inneren Emotionen zu fokussieren. Und ich habe das dann aus Spaß einfach so ein bisschen trainiert, habe dann aber in der Folge im Alltag auf einmal gemerkt, dass ich viel eher merke, in welchen Situationen ich zufrieden bin, in welchen es mir gut geht, in welchen Situationen es mir aber auch schlecht geht. Und dass ich auf einmal dieses bessere Bewusstsein auch eher einen Zugang dazu bekommen habe, mir selbst zu erklären, warum bin ich denn jetzt gerade unzufrieden oder warum bin ich gerade zufrieden. Das ist mir irgendwie leichter gefallen, dadurch, dass ich mich mehr mit mir selbst beschäftigt habe über diese Übung. Und die Haupterkenntnis, die ich dann damals getroffen habe, war, dass ich 25 Jahre alt bin. Ja, okay, das war die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis war, die ist die wichtigere, dass ich bis dahin fast alles, was ich getan habe, irgendwie den Erwartungen anderer entsprochen habe. Ich habe grob überlegt, was könnte ich machen, aber dann war es eher so die Erwartung anderer hier, mach doch einen Job, der sicher ist, mach einen Job, wo du viel Geld verdienen kannst. Und ich wusste mit 25 Jahren nicht, wer ich eigentlich bin, was mir wichtig ist. Und das war ja ein ziemlich großes Problem für mich damals, an dem arbeitet man, glaube ich, das ganze Leben lang. Aber ich habe mir damals gesagt, du willst für dich zumindest einen gewissen Grad an Klarheit bekommen und habe mich dann in einem Prozess von wirklich 2,5 Monaten fast jeden Abend in die Bibliothek dort gesetzt, 2 bis 3 Stunden, habe für mich runtergeschrieben, welche Dinge mich zufrieden machen und welche mich unzufrieden machen. Ich habe aber immer eine Klarheit über meine Werte bekommen. Ich habe mich viel mit Philosophie beschäftigt, mit Psychologie und versucht zu verstehen, wie kann ich mehr über mich selbst herausfinden. Und als ich da Klarheit hatte, als ich wusste, was die Werte sind, die mir jetzt momentan wichtig sind, da hat sich alles andere von selbst ergeben. Ich bin zurückgekommen nach Deutschland und ich wusste, dass ich als eines der großen Probleme sehe, dass wir uns viel zu viel mit allem, was in der Welt um uns herum passiert, beschäftigen und dabei aber unsere eigene Welt in uns irgendwie ignorieren. Und habe gesagt, da möchte ich ansetzen. Ich möchte die Leute gerade in dieser digitalisierten Welt dabei unterstützen, mehr zu sich selbst zu finden, was über sich selbst herauszufinden. Und anstatt im ersten Moment der Langeweile auf das Handy zu schauen, auf den Laptop zu gucken oder ja, sich irgendwie abzulenken, mal zuzulassen, in sich hineinzuhorchen, auch wenn das schmerzvoll sein kann, weil man merkt, dass der Ort, an dem man sich momentan befindet, nicht der Ort ist, an dem man vielleicht hingehört. Aber ich glaube, es ist wert, diesen Weg zu gehen und es zu suchen, auch wenn er manchmal schmerzvoll sein kann. Und deswegen
habe ich mich dann die letzten Jahre wirklich professionell versucht, mit Motivationspsychologie zu beschäftigen, habe in dem Bereich geforscht und probiere so die besten Methoden Leuten an die Hand zu geben, um für sich selbst auf eine strukturierte Art und Weise in sich hineinzuhorchen und herauszufinden, was einem momentan wichtig ist und darauf basierend dann über die entsprechenden Routinen das Leben so zu gestalten, wie man es selbst für sinnvoll hält. Und so ein bisschen Eigenwerbung kann ich, glaube ich, auch machen. Es gibt meine Website, die ist www.findyourvalues.de, wo ich auch gerade viel mit Gründern arbeite, die dabei unterstütze, ihre Werte herauszufinden, eine Vision abzuleiten und das dann in ihr Geschäftsmodell zu operationalisieren. Aber ich arbeite genauso auch mit anderen Menschen zusammen, Arbeitnehmern, die auf der Suche sind nach einem anderen Job oder auf der Suche sind einfach nach dem Problem, das sie momentan haben, weil sie sich einfach momentan schlecht fühlen und nicht wissen, warum. Ich kann die Antwort nicht geben, das wurde schon richtig gesagt. Ich kann aber Methoden an die Hand geben, um das vielleicht für sich selbst besser herauszufinden. Und was ich euch mitgeben möchte, ist, gerade in dieser digitalisierten Welt, versucht achtsam zu sein und beschäftigt euch mit euch selbst. Geht mal einmal die Woche vielleicht in die Natur für eine Stunde und zwar komplett alleine. Einfach mal mit euch selbst alleine sein. Vielleicht auch mal sogar was Größeres machen, mal eine Woche alleine auf eine Hütte gehen, komplett alleine ist was sehr Ungewöhnliches, aber es kann vielleicht einige Einsichten bringen. Und mit diesem Beschäftigen mit euch selbst kommt ihr vielleicht eurem Purpose ein bisschen näher. Und ich glaube, so habt ihr nicht nur die Chance, euer eigenes Leben positiv zu beeinflussen, sondern am Ende des Tages auch das Leben anderer Menschen. Und um diese Quintessenz nochmal zusammenzufassen mit sehr guten Worten, die nicht meine sind, sondern die nochmal von Carl Gustav Jung: Wer nach außen schaut, träumt, und wer nach innen schaut, der erwacht. Vielen Dank.